und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Ja, heute bin ich mal seit langem wieder im Taunus unterwegs und bin mal dorthin gefahren, wo ich schon immer mal hin wollte. Und zwar handelt es sich dabei um die Eschbacher Klippen. Wie der Name schon sagt, ist das bei Eschbach in der Nähe vom Taunus. Und habe mal heute Morgen eine Strecke rausgesucht, die ist so ungefähr 13 Kilometer lang. Und hier hinten hinter mir seht ihr schon die besagten Eschbacher Klippen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist und wie man hierher kommt, dann bleibt doch einfach dran und kommt mit. Also schon sehr interessant, wie da einfach so, wie aus dem Nichts, diese beeindruckende Felsformation aus dem Boden ragt. Also wirklich sehenswert. Wir kommen ja nochmal an einer anderen Felsformation vorbei. Ich glaube Maibacher, Malbacher Schweiz, irgendwie sowas. Soll auch noch ganz schön sein. Und ja, wie man hier sieht, hat man ja schon mal einen recht schönen Ausblick über den Taunus. Schauen wir mal, wie es noch so wird.
Ja, vor dieser spektakulären Kulisse verabschiede ich mich dann für heute. Wir haben jetzt ungefähr 13,5 Kilometer sowas um den Dreh. Und ja, ich muss sagen, der Anfang der Tour, der war natürlich spektakulär und jetzt das Ende natürlich auch. So der mittlere Teil war relativ langweilig, weil es doch sehr viel über breite Forstwege ging. Hier und da hatte man mal einen schönen Ausblick über den Taunus. Aber ob ich den Weg jetzt unbedingt weiterempfehlen würde, weiß ich nicht. Also wenn man mal hier in der Gegend ist, sollte man sich auf jeden Fall die Eschbacher Klippen anschauen und hier den Saarleienstein oder wie der heißt, ich blende es unten mal ein, ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Die Runde ist ansonsten sehr entspannt. Es gibt hier und da mal einen kleinen Anstieg, aber relativ gut zu bewältigen, auch für Anfänger. Und gerade für Kinder ist es hier natürlich super schön, weil die hier viel rumklettern können. Allerdings muss man hier höllisch aufpassen, dass man nirgendwo runterstürzt, gerade dass die Kinder nirgendwo runterstürzen. Im Sommer sind auch hier viele Kletterer unterwegs. Man sieht überall Kletterhaken in die Felsen geschlagen. Und ist schon mal ein Ausflug wert, würde ich sagen. Ja, wenn euch die Tour gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen und einen netten Kommentar freuen. Den Link nach Komoot packe ich natürlich wieder in die Videobeschreibung, falls ihr doch nachgehen wollt, den Weg. Wie gesagt, der war nicht schlecht, aber unbedingt weiterempfehlen würde ich ihn jetzt nicht. Die beiden Klippen hier aber auf jeden Fall so als Ausflugsziel. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, frisch auf und bis bald. Euer Sascha. Ciao.